Richtig geil, Mann, der Kuli. Einfach nur richtig geil. Da hast du ein schönes Plätzle, ja. Sagen. Aber voll. Ja, ich würde sagen, wir starten wieder ein neues Video mit einer Hammerkulisse, wenn wir das auch haben. Richtig geil. Freut mich, dass immer so viele Leute zulagen, dass wir so ein geiler Feedback kriegen. Richtig geil. Und ja, heute geht es ums Thema. Vielleicht haben wir es im Titel schon gelesen. Heute schauen wir uns mal da Audi genauer an und machen mal eine Bestandsaufnahme, was er so alles verbaut hat und was man da so vorhat. Ihm genauer erklärt. Und ja, ich hoffe, das wird was. Und ich habe gesehen, wir hauen uns erstmal einen fetten Carport rein, dass wir euch mal die Kulisse anschauen können. Geil. Und ja, ich erkläre jetzt mal so im Grunde noch, was da verbaut ist im Auto. Also verbaut ist ein HP Drive Deck Fahrwerk. Das ist basiert auf einem Bildstein Luftfahrwerk. Performance technisch, ich bin jetzt noch nicht viel gefahren hier, ich habe das Auto erst für gekauft. Aber so die ersten paar Meter, was ich jetzt gefahren bin, oder die ersten paar Kilometer, was ich gefahren bin, bin ich eigentlich mega zufrieden gewesen. Fahrt eigentlich brutal gut, weil das ein Luftfahrwerk ist. Was alle da immer reden, immer ein Luftfahrwerk, das ist scheiße Fahrer und so, kann jetzt ich von meiner Seite aus nicht behaupten. Klar, ein Luftfahrwerk hat nicht die Performance wie ein Gewindefahrwerk, das wissen wir aber alle. Dass ein Luftfahrwerk immer ein bisschen schwammiger ist wie sowas. Wenn man wirklich auf den Ring gehen will oder wirklich ballern will mit dem Auto, dann ist natürlich ein Luftfahrwerk nicht das Wahre. Aber, und das geht es mir eigentlich nicht. Ich bin eher so der Showmensch und ja, ich lebe den tiefen Lifestyle einfach und finde Luft einfach mega, mega geil. Und ja, ich werde jetzt mal sagen, wie so ein Luftfahrwerk aufgebaut ist. Ich muss im Vorhinein sagen, es schaut brutal aus, weil auf das Auto hat man die letzten paar Jahre einfach nicht geschaut und der Vorbesitzer hat sich dort nicht wirklich darum gekümmert, um das Luftfahrwerk. Hat kein Service und nichts und das ganze Zeug nicht gemacht. Und darum schaut es ein bisschen heavy aus, aber ich sage jetzt erstmal, weil das ist schon der Grund, wo man es gleich dazu kann. Hier wird damals das Fahrwerk komplett revidiert und es kommt eine neue Steuerung rein, weil jetzt momentan ein Akku-R E-Level-Steuerung verbaut und sie ist so voll gut, also mit der Höhensensoren und. Aber du sagst halt einfach kein Druck und das ist mir einfach wichtig. Also ich weiß, wenn ich mit 280 auf der Autobahn Ballerblöcke sitze, dass man nicht den Ballkopf schmiert, das wäre jetzt halt nicht gerade das Ideale und darum kommt er hier. Eure Sachen sind so gleich, sag's euch jetzt, kann ich gar mit. Wenn da Sachen verbaut ist, ein DTRS Heckflügel, macht mega her und ich finde, das muss auf das Auto rauf. Aber vielleicht, wer weiß, könnte noch was Größeres, wäre natürlich auch noch geil. Ein richtiges Brett hinter uns. Ja, während der Sachen ist der verbaut ein Tank von Akku her. Das war ja damals ein Highlight von dieser Sache. Da ist Steuerung im Tank verbaut. Da ist mehr oder weniger alles korrodiert oder hat angefangen zu rosten, weil der Wasserabscheider, was drin war, einfach nicht funktioniert hat. Und der Vorbesitzer sich dort einfach nicht darum gekümmert hat und sich einfach drauf geschissen hat, so blöd gesehen. Eben ist verbaut der Kompressor, der Tank. Die Besonderheit am Tank ist, dass die Steuerung von Akku her im Tank drin ist. Natürlich Platz schon, gerade für so ein Ding, was man jetzt da baut. Das sind ja Steuerventile. Aber wenn der Sachen ist, eben halt schon korrodiert und einfach nicht mehr schön. Und halt, wenn man schon Luft fährt, findet sie, dann sollte man so zeigen, dass man Luft fährt. Und darum, wie ihr seht, hier einmal alles neu, wenn ihr vielleicht im letzten Video schon mitgekriegt habt. Und hier noch eine Airlift 3P-Steuerung rein, mit einem neuen Tank. Eventuell Hardlines.
Hardlines, wer es nicht weiß, sind fix verbaute Luftleitungen aus Messing. Und eventuell den ich total reizen zum Hardline-Ausbau machen, Kofferraum-Ausbau. Warum Hardline? Weil sie hart sind. Genau. Okay. Und ja, wäre mega cool, aber ich glaube, das lässt sich hier noch nicht realisieren, weil einfach durch Corona, wo das schwierig ist, zum sowas machen und Leute zu finden, wo jetzt noch auf den Deutschen rein kann oder ich ins Deutsche rausfahren kann und das zu machen, ist momentan nicht so einfach. Aber ich habe im Groben erklärt, über Sachen oder das Luftfahrwerk. Wenn jetzt einer drunter schreibt in den Kommentaren, schaut scheiße aus, muss ich da recht geben. Jetzt hat man scheiße verbaut, man hat nicht drauf geschaut und darum habe ich das Auto eingekauft, oder? Jetzt wird es mal alles rausgerupft und einmal neu gemacht. Gehörig gemacht. Felgen sind verbaut, Audi BBS Speedline nennt sich das. Finde ich eine mega geile Felge, aber auf dem Auto finde ich es irgendwie ja, passend auf alle Fälle, aber auf der anderen Seite gehört auf ein Luftauto auf eine richtig geile, am besten ein dreiteiliges Rad rauf. Das ist vor allem wäre eher schwierig, aber das kann man auf einem anderen Video dann ein. Aber ja, verbaut sind die Standschieber von H&R hinter 15 mm, vorne sind es, ich glaube, 8 mm, was verbaut sind. Und ja, wie wir sagen, im Luftfahrwerk kommt man ziemlich tief. Natürlich nur abgelegt, so darf man natürlich nicht fahren. Oder sollte man nicht fahren, oder fahrst du halt auch da auf der Straße. Oder jetzt, wenn wir da Sachen, wo wir jetzt sind, wenn man gewinnt, das Auto, da rauf keine Chance, aber mit dem Luft können wir ja ganz hochfahren und dann läuft das auch. Handler tut sich da um ein Audi TTS, 2 Liter TFSI, mit 272 PS Allrad. Mega geiles Ding. Laufen wie eine Sau und einfach das Ding, das ist so brutal geil zum Fahren und alles. Also, ich habe da wirklich einen Glücksgriff gemacht, muss ich wirklich sagen. In dem Zustand mit den Kilometer, wenn es interessiert, er hat 120.000 Kilometer, alles gemacht. Komplett, Zahre haben wir erst gemacht, Service großer, alles gemacht, alles dicht, der Motor ist tipptopp. Und ja, aber wir wären ja nicht mehr, wenn wir Originalfahrer täten. Oder? Also es gibt eigentlich ein komplett neues Luftfahrwerk, das einzige, was man behaltet und revidiert, sind Dämpfer und Luftbälke und revidiert von Bildstein. Steuerung kommt ein Airlift 3B rein und ja, vielleicht ein Hardline-Ausbau, vielleicht auch nicht, das sagen wir dann. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wenn ihr sagen, das Auto, das schaut richtig geil da. Und wir haben ja den Sonntag damit ein bisschen versüßen können. Und ja, wenn ihr auf dem aktuellen Stammflüger wärt, wir werden wissen, jeden Sonntag 15 Uhr läuft dieser Video auf YouTube. Und ja, nochmal danke für den Support und für all das andere und dass wir es alle so geil unterstützen und so geiles Feedback uns geben. Aber in dem Sinn wünschen wir euch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag noch und ciao. Ich möchte dir heute eine sehr interessante Frage stellen. Und zwar, warum machst du das? Weil es mich einfach geil machen würde! Weil es mich geil machen würde!